Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von AppKings. Heute mal mit einem Gaming Mousepad Review. Und zwar ist es von der Firma Speedlink, das Invictus Core Gaming Mousepad. Ja, so sieht die Verpackung aus. Hier sind die einzelnen Produktmerkmale nochmal schnell erläutert. Hier, das Mousepad wurde getestet mit 13.900 dpi. Also so viel wird es dementsprechend unterstützt. Ist ergonomisch geformt so ein bisschen, damit ihr dementsprechend auch mit Handauflage eben entspanntes zocken könnt. Dann habt ihr antistatisch, das heißt, lädt sich auch nicht auf. Es ist aus Aluminium und was wirklich sehr, sehr cool ist, es ist beidseitig verwendbar, auch für alle Gaming-Ansprüche. Denn es gibt einmal eine glatte Seite, die eben wirklich ultraschnelle Mausbewegung fördert und eine angeraute Seite, die eben wirklich perfekte Kontrolle bietet. Und ja, ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wir packen das gute Stück einfach mal aus. So sieht's aus. So. So sieht es dann aus. Das sind sozusagen zwei Teile. Das hier ist nämlich dann die Unterseite. Man merkt auch schon, da kann man jetzt nicht mehr irgendwie rutschen, was natürlich perfekt ist, weil das natürlich richtig nervig ist beim Spielen, wenn es dann noch die ganze Zeit das Mauspad rutscht. Und ja, so sieht es aus. Wie gesagt, so aus Aluminium. Vorne die und hinten geriffelte, und das legt man dann hier einfach so ein, und ja, dann habt ihr gleich eine Handauflage, könnt dann perfekt zocken. Und ja, wie gesagt, ist das Invictus Core Gaming Mousepad von der Firma Speedlink. Ihr könnt ja gerne mal auf die Homepage von Speedlink gehen, speedlink.com. Dort sind auch noch mal ein paar weitere Infos. Und ja, wie gesagt, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, und gerade diese Handauflage ist natürlich relativ selten bei Mousepads, und da rutscht einfach gar nichts. Wie gesagt, man muss das Ding jetzt einfach mal umdrehen, dann habt ihr ja die glattere Oberfläche, und ja, definitiv für Socken richtig cool geeignet. Und ja, das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge mit AppKings.